Hey Luki, was kochen wir heute? Ein Mais. Ein Mais? Aber was ist denn das? Hey, was ist denn das? Was steht denn da drauf? Zuckermais aus Bayern. Ah, was es gibt, gell? Ja. Aha. Und was brauchen wir da? Da brauchen wir ein Mais. Ein Mais. Ein Ziehtopf. Genau, und zwar den speziellen Arondo Grilltopf. Gell? Heb mal auf, damit man da mal reinschaut. Ah, das ist der mit den Grillspitzen. Gell? Weil das ist nämlich eine grimmige Sache. Dann muss ich ein bisschen diagonal hängen. Genau, so geht das. Das ist nämlich eine grimmige Sache, weil dann wird das wie, wenn man diesen Mais auf dem Holzkohlegrill auflegt. Gell? Genau. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Öl zum Einpinseln und dann geht's gleich los. Gut, dann können wir unseren Herd auf maximale Stufe schalten. Genau, schalten auf 9. Na, die anderen Platten. So. Okay, Stufe 9. Stufe 9. Und ja, dann heizen wir den ganzen auf bis zum Kotelettfeld. Tust du mal einen Piepser gleich drauf. Erstmal anschalten. Genau, erstmal anschalten, so wichtig. Zweimal runter mit dumm. Nicht ganz so schnell. Okay. Genau, sodass das Kotelett da drin aufleicht. Und wenn er heiß ist, dann legen wir unsere Maiskolben ein. In der Zwischenzeit können wir es ein bisschen einpinseln. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen abpinseln. Also man kann jetzt da Öl hernehmen oder ein bisschen so ein Bratbutter. Ich finde halt, der Bratbutter ist recht praktisch, weil der lässt sich schön verstreichen. Jetzt kann auch einer einen echten Butter hernehmen. Aber der muss ja dann ein bisschen zerlaufen sein. Ja genau, der muss vorher ein bisschen warm sein. Okay. Du tust ihn ein wenig umdrehen, die andere Seite auch. Also rundum wird es dumm. Okay, genau, wenn euch der Butter nicht gelangt, dann tust du noch ein bisschen einen drauf, aber ich glaube, das passt schon. Genau. Und wenn du das schön einpinselt hast, in der Zwischenzeit ist eh schon die Pfanne heiß und dann kann man das alles einlegen. Ja. So, wir haben den Strom schon gleich auf 3 runtergedreht, weil die Temperatur ist erreicht. Die Pfanne ist heiß, der Luki hat alles fertig gepinselt und jetzt legst du es ein. Genau. Schaust, dass du alle aufgebringst. Und es ist wurscht, wenn es jetzt so ein bisschen, wenn es jetzt so racht, wie jetzt bei dem, das ist nur wegen Butter. So, machen wir noch den Deckel zu. Dann darf es ja gleich nicht mehr so viel. Ja, und da lassen wir es jetzt ein bisschen. So, nach ein paar Minuten kann man schon einmal die ein bisschen umdrehen. Gell? Ich zeige es euch nur einmal von unten, also die sehen natürlich super aus. Die drehen wir natürlich nicht komplett auf die andere Seite, sondern nur so vielleicht 2/3 weiter, gell? Dass die schon ein bisschen braun werden. Ja. Natürlich kann man es auch mit der Hand drehen. Gell? Alles okay. Ja, der Luki macht es mit der Hand. Ja, Deckel wieder drauf. Macht es wieder eine Minute, dann dreht es wieder um oder zwei. Gell? So, die nächste Seite habe ich auch schon umgedreht, ja, wäre nicht mehr schöner. Gell? Und sobald man einen Deckel drauf tut, reicht auch nichts mehr. Also lasst den Deckel drauf. Ist auch praktisch, weil es natürlich immer schneller geht. Oder? Luki, was sagst du? Ja. Genau. Gut. Der Luki dreht es jetzt nochmal um. Mittlerweile haben die nämlich schon ganz schön warm. Da ist es vielleicht schneller, man macht das mit ein bisschen Werkzeug. Gell? Ja. Dann kommen wir mit der Hand hinein. Ja. Seht ihr, wie schön das wird? Und der Luki hat da eine ganz eigene Theorie, warum die nicht verbrennen. Weil unten. Unten bei den Zacken, unser Opa, der hat an einem Ziehtopf mit den Zacken auch an. Und wenn man jetzt ganz genau ohne schaut, dann sieht man, die Zacken kann auf die Kerne. Und dann geht halt die Wärme auch auf die Kerne drauf. Und dann können die nicht so leicht verbrennen. Genau, und was ich sagen möchte, weil wir halt über diese Spitzen einen bestimmten Abstand haben, kriegst du zwar so eine goldgelbe Farbe, aber es brennt halt nicht an. Das ist halt anders, als wenn du es in einer Klappenpfanne machst. Okay? Gut, dann schauen wir ein bisschen wieder drauf. Und dann haben wir schon sogar nur fertig.